In diesem Video geht es ja um die Restaurierung einer furnierten Profilleiste. Und da spielt auch wieder, wie so in vielen Videos bei der Restaurierung, der Hauden-Knochenleim eine wichtige und entscheidende Rolle. Bevor ich jetzt damit anfange und das zeige, will ich euch nochmal auf ein Phänomen aufmerksam machen. Das habe ich, obwohl ich es gesehen habe, nicht geglaubt vor Jahren, weil also, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Deswegen habe ich diese Sache jetzt nochmal wiederholt und tatsächlich ist es wirklich so passiert. Also es soll mit dieser Sache hier gezeigt werden, welche wahnsinnige Bindekraft Hauden-Knochenleim hat. Hatte ich also vor Jahren mal in so einer emaillierten Tasse, war irgendwie, ich weiß nicht, warum da jetzt Hauden-Knochenleim drin geblieben war, oder hatte ich angerührt da, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, als ich dann da reinschaute, sah ich auf einmal, dass der Hauden-Knochenleim sich gelöst hatte nach einigen Tagen und an der Unterseite hatte sich tatsächlich hier die Emaille mit abgerissen. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein, da muss irgendwas anderes sein oder so. Das habe ich vor ein paar Tagen, oder das ist jetzt schon länger her, hatte ich es auch hier in dieser Tasse, die ist ja emailliert, nochmal so Hauden-Knochenleim reingemacht, reinlaufen lassen, etwas dicker schon, also vielleicht einen halben Zentimeter. Das hat sich dann nach und nach, nach einigen Tagen, wurde es dann getrocknet, wurde immer härter. Ja, und dann tatsächlich, wenn man jetzt mal hier reinschaut, und da sieht man die einzelnen Schuppen, die sich gelöst haben. Ich mache die jetzt mal hier raus und sieht dann jetzt hier tatsächlich an den Schuppen auf der anderen Seite die abgerissene Emaille. Also das ist doch schon mal wirklich ein Phänomen, das wirklich zeigt, was der Hauden-Knochenleim kann. Von daher kann man gerade mit einer Mischung von Spänen oder Schleiftauben Hauden-Knochenleim wirklich eine sehr feste Verbindung herstellen. Also sie ist mindestens so gut wie das Holz selber. Es gibt ja auch andere Kittungen, die man jetzt Schleiftauben mit Shellack zum Beispiel, die sind natürlich nicht widerstandsfähig und können auch nicht irgendwie jetzt Holz ersetzen in dem Sinne, sondern da werden ja nur Löcher mit zugeschmiert. Mit Hauden-Knochenleim kann man auch Stellen kitten, die wirklich dann normalerweise neues Holz brauchen, weil sie eben von der Konstruktion wichtig sind und sie müssen ja wirklich dann wie Holz haltbar sein. Und das ist tatsächlich der Hauden-Knochenleim-Kit. Haltbar mindestens so gut wie Holz. Hier sehen wir jetzt die defekte Profilecke. Wahrscheinlich beim Umzug oder so passiert. Das geht ja sehr schnell. Die Herausforderung ist ja hier, dass es eben ein furniertes Profil ist. Also wäre das jetzt massiv, wäre es ja alles gar kein Problem, da Längsholz an Längsholz zu setzen. Aber wir haben ja hier Blindholz, das in einer anderen Richtung verläuft als das furnierte Holz. Wie man hier an der Türanschlagleiste sieht, wurde der Schrank schon mal restauriert. Ja, allerdings hat dieser Restaurator keinen Wert darauf gelegt, das Sägefurnier in die richtige Richtung aufzuleimen. Und er hat auch keinen Wert darauf gelegt, mit Hauden-Knochenleim zu arbeiten, sondern hier mit einem PU-Leim und dann auch noch nicht mal den Überschuss abgenommen. So will ich natürlich jetzt nicht vorgehen. Ich tränke jetzt erstmal den gesplitterten Bereich hier mit Hauden-Knochenleim und verfestige ihn. Vor dem Aufsetzen der Leimzwinge kommt jetzt eine Hostafan-Folie auf das Holz. Die verhindert, dass meine Leimzwinge hier sich festleimt. Und natürlich dadurch, dass diese Folie durchsichtig ist, kann ich auch genau sehen, wo ich den Pressdruck ansetze.
Am nächsten Tag ist die Stelle gut durchgetrocknet und hart. Jetzt möchte ich den Leimkit auftragen. Wie ich das schon in anderen Videos zeige, brauche ich ja nicht viel Leimkit. Und da hat sich diese Methode hier für mich als am praktischsten herausgestellt. Aber da mag auch jeder seine eigenen Methoden finden. Nimm halt so ein Porzellanschälchen, tauch das in kochendes Wasser oder in heißes Wasser und kann dann darin jetzt den Leimkit anrühren. Denn er muss ja möglichst warm oder sogar heiß aufgetragen werden. Wenn er nämlich zu kalt ist und dann schon geliert ist, dann haftet er nicht. Das ist die einzigste, vielleicht ja nicht Schwierigkeit, aber etwas aufwendig halt, jetzt dafür zu sorgen, dass er eben während des Auftrages warm bzw. heiß bleibt. Am nächsten Tag ist der Kit getrocknet. Eventuell ist er eingesackt, da müsste man bei größeren Lochen nochmal nachkitten. Oder wie ich das hier mache, ich modelliere das hier so ein bisschen, denn ich will das Ganze hier auch noch furnieren. Aber ich will mal so sagen, wenn man jetzt als Privatmann noch nicht mal kein Nussbaumholz hat, auch kein Furnier hat, dann könnte man auch diesen Kit einfach erstmal so darauf lassen. Man würde ihn dann einfach dann mal richtig mit Wasser benetzen und glatt machen und dann kann man da auch drauf polieren. Also man kann dann immer noch später mal hier an dieser Stelle Furnier einsetzen, aber die Stelle ist dann erstmal gesichert, sie ist hart, polierbar, reversibel, also eigentlich gibt es da nichts Besseres, zumal immer besser noch als das, was hier der Restaurator angewendet hat. Anstatt jetzt hier Furnier anzusetzen, machen wir es doch mal anders. Gehen wir mal davon aus, du hast überhaupt kein Furnier, hast aber ein bisschen Nussbaumholz. Dann würdest du erstmal hier ein Stückchen abgesägtes Nussbaumholz am Rand aufleimen. Dann die Kehlung hier vernünftig eine Grundlage schaffen, auf der man dann ein etwas dickeres Stückchen Querholz auf Längsholz aufleimen kann. Dieses dickere Nussbaumstück leimst du damit Haut- und Knochenleim an der vorgesehenen Stelle auf. Und nach dem Trocknen kann man das dann sehr schön mit einem Hohlbeitel der übrigen Kehlung angleichen. Notfalls auch mit einem normalen Beitel, das funktioniert auch. Man kann ja noch entsprechend dann auch nachschleifen. Hier habe ich jetzt diese Stelle mit Shellack eingelassen und man sieht, ja, natürlich ist es jetzt nicht ganz passend zum Furnier, aber massives Nussbaumholz hat meistens eine andere, etwas andere Struktur und Maserung als jetzt so ein ausgesuchtes Furnier. Aber man sieht auch gerade beim Nussbaumholz im linken Bereich hier dunkler Wurzel-Nussbereich, dass das Nussbaumholz an für sich auch schon sehr unterschiedlich immer ist. Und nach einer aufgetragenen Shellack-Politur sieht man hier diese neue Stelle kaum noch. Man darf da auch wirklich jetzt nicht zu pingelig sein.